Mit den European Championships 2022 erwartet uns wahrscheinlich die größte Herausforderung, aber auch die spannendste Herausforderung seit 1972, den Olympischen Spielen hier im Olympiapark. Wir freuen uns auf die vielen Athletinnen und Athleten aus ganz Europa, die nach München kommen, die Münchner Gastfreundschaft erleben können und die mit ganz vielen Besuchern aus Deutschland, aus Europa hier ein denkwürdiges und großartiges Fest feiern werden. Seit den Olympischen Spielen 1972 haben im Olympiapark München über 14.000 Veranstaltungen stattgefunden. An diese Historie wollen wir anknüpfen. Mit München 2022 haben wir Großes vor. Mit der Ausrichtung der European Championships wollen wir ein langfristiges Erbe für die Zukunft erschaffen. Unter diesem außergewöhnlichen Dach wollen wir alle Beteiligten zusammenbringen, um außergewöhnliche Ereignisse und unvergessliche Momente zusammen zu erleben, damit München 2022 noch über Jahrzehnte hinweg in positiver Erinnerung bleiben wird. Zusammen mit der Münchner Agentur zum Goldenen Hirschen standen wir nun vor der Herausforderung, unsere Ideen, unsere Vision und das Leitmotiv Back to Roofs in ein einzigartiges Erscheinungsbild zu übertragen. Die Herausforderung bestand für uns darin, dass es eigentlich drei Themenbereiche sind, die wir mit einem Konzept bearbeiten müssen. Zum einen geht es natürlich um das Sportevent, die Europameisterschaften und alles drumherum, was dort passieren wird. Zum anderen geht es um das Jubiläum 50 Jahre Olympiapark, diese legendäre Sportstätte. Und natürlich auch um das Jubiläum der Olympischen Spiele von 1972, diesen Geist der heiteren Spiele von 1972 auch mit einzufangen und aufzugreifen. Dem Kibischl kommt natürlich eine ganz besondere Bedeutung zuteil. Das wird ab sofort sowas wie das Aushängeschild, die Visitenkarte der ganzen Veranstaltungen, ja sogar der Stadt München. Nicht nur hier, sondern in ganz Deutschland, ganz Europa und sogar darüber hinaus. Da stehen wir natürlich einmal mehr in der Tradition von 1972, in der Tradition von Otto Eicher, der damals bahnbrechende Gestaltung, Kommunikationsgeschichte geschaffen hat. Im anderen Sinne, im Back to the Roots, Sinne geht es natürlich auch zurück zu den Wurzeln, zu dem Geist von 1972, der wieder aufleben soll.